Ich wünsche uns eine friedliche, gute Veranstaltung. Und ich übergebe jetzt an Daria, die mitverantwortlich ist, dass das Ganze hier stattfindet. Stefan, das Mikrofon Dari. Daria ist jedną z organizatorek odpowiedzialną za to, że tutaj ta demonstracja się teraz może odbyć wspólnymi siłami. Mana Lifestyle! Hier ist ein Friedensfest, was wir zum allerersten Mal umsetzen dürfen. Und richtig, die Person, die dafür verantwortlich ist, die werde ich gleich natürlich auf die Bühne bitten. Aber bevor das passiert, möchte ich ganz kurz mich auch bedanken bei allen, die heute hier in der Kälte am Start sind. Auch unsere Presse. Man weiß ja nie, was am Ende rauskommt, aber ihr seid ja auch Menschen, die nur zuarbeiten. Aber vielleicht kriegen wir ja mal einen schönen Bericht, weil diese Bilder, die wir hier erleben können, Deutschland trifft auf Polen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist viel Arbeit. Von Querdenken 711 ist sie mit dabei in diesem Orga-Team und hat hier mit Stefan Brackmann, der gerade auf der Bühne war, der sonst für NRW steht, hat er hier die Weiche geschlagen, mit ihr zusammen. So, dass wir nicht müde werden und bevor du gleich was sagst, möchte ich wissen, seid ihr da? Lass uns mal ein bisschen mal machen. Ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit, damit die Hände. Frieden! So nicht, ich will eure Hände sehen. Frieden! So ist gut. Frieden! Frieden! Für unsere polnischen Freunde auf der Brücke, dreht euch mal alle um und winkt ihnen zu! Popolski! Jasidum! Jasidum! Koch am was! Koch am was! Michael! Ball weg! Wo sind eure Hände? Ball weg! Michael! Ball weg! Michael! Ball weg! Michael! Ball weg! Das ist das Intro für den Mann, der wirklich alles gibt und alles aufnimmt. Und dafür möchte ich einen riesen Applaus haben. Und deswegen ist es umso schöner, dass er jetzt spricht und umso noch schöner jetzt kurz vor Weihnachten, wo wir alle vielleicht ein bisschen müder werden. Nein, werden wir nicht, aber vielleicht ein bisschen, dass wir hier nochmal so ein internationales Zeichen setzen. Teraz jest bardzo fajne, dlatego że międzynarodowy znak postawimy tutaj na krótko przed świętami. Das war's für mich, deswegen ein Herz nochmal, Popolski Germany, ein Herz, jeszcze, wir das alle zusammen mitmachen, auch hier. Jeszcze raz serduszko, robimy serduszko dla Michela. Hallo Frankfurt, dzień dobry, nad Frankfurt. Witajcie we Frankfurcie. Ich freue mich heute besonders, das erste Mal bei einer Demonstration, bei einer länderübergreifenden Demonstration zu sein. Und ich freue mich heute zu sagen, Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus hat Frankfurt an der Oder erreicht. Wir fordern die sofortige Rücknahme dieser Grundgesetzänderung, denn diese durchbricht die grundsätzliche Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern. Zuständig für die Finanzierung der Kommunen sind die Länder und nicht die Bundesregierung. Und außerdem sollte das Grundgesetz nicht dazu benutzt werden, die Menschen in diesem Land zu belügen. Die Steuerausfälle der Gemeinden sind nicht durch die von der WHO ausgerufenen Covid-19-Pandemie entstanden, sondern durch die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen der Landesregierungen und der mangelnden Kontrolle dieser durch den Bundestag. Heißt es, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. In diesem Zusammenhang sehen wir natürlich den Impfzwang, die Maskenpflicht und die Entpersonalisierung des Individuums. Ich möchte es auch deutlich sagen, Achtung, der Artikel 4 Grundgesetz wurde außer Kraft gesetzt, obwohl nach Artikel 7 verboten. Die Schockstrategie im geliebten Papier des Bundesministeriums im Zusammenhang mit der Angststrategie ist eine grobe Verletzung. Medizinisch gilt die Angststrategie als psychische Folter und eine staatlich verordnete Schockstrategie ist ein angewandtes Kriegsmittel. Was jetzt
dla wszystkich, którzy z daleka przyjechali ze Stuttgartu, z innych miast i z ludzi za mostem. Langsam verwirren die Menschen, es geht nicht um rechts, um links. Es geht um unsere Zukunft, um unsere Kinder. Und das ist jede Farbe, egal! Ja, wie gesagt, komm mal ganz kurz, Alexandra, komm mal ganz kurz zu mir hier hoch. Ich muss ganz kurz auch hier einen kleinen Applaus loswerden. Du wirst das übersetzen. Das, was hier steht, diese Boxen, diese Anlage, dass wir alle anreisen können, geht natürlich auch nur, wenn ihr uns unterstützt, dass wir weiter stark sind. Das ist Alexandra, sie wird jetzt mit einem Lachen gleich zu euch kommen und egal ob Kleingeld, Großgeld, EC-Gerät, alles ist erlaubt, dass wir weiter stark bleiben. Ostanostra zasłonić. Jeden nowy, ja. Okay. On public, yeah. Dass Politiker sich hinstellen und uns verunglimpfen als Antisemiten. Deshalb rufe ich dazu auf, dass wir alle Demonstrationen in Zukunft prosemitisch machen. Zaczyna jej brakować, a zaczynamy jej pożądać dopiero wtedy, kiedy zaczyna jej brakować. Wir schätzen die Freiheit erst, wenn sie uns genommen wird. Jeszcze bardzo wielu ludzi wierzy w to, że to jest tylko chwilowa utrata wolności, że jeszcze wszystko wróci do normalności. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die glauben, dass das jetzt nur eine Phase ist, die bald enden wird. Wierzą, że rząd pokona te problemy i wszystko wróci do normalności, ale my tutaj, jako sumienie wolności wolnej Europy, wiemy, że problem jest poważny i nie można tylko czekać. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass unsere Regierungen dieses Problem lösen werden. Aber wir stehen hier, weil wir wissen, dass es anders ist. Und nur wir können dieses Problem lösen.